Und da sind wir jetzt auch mal wieder zurück bei einer neuen Folge von Sudeki. Ja, in der letzten Folge war es ein bisschen so, da haben wir ein bisschen halt sehr viel eingesammelt. Da waren wirklich viele, viele Kugeln am Start. Da mussten wir wirklich, ja, ist halt wirklich so, da müssen wir halt, ja, Kugeln einsammeln. Ist so, dann, wenn man irgendwie mal sich ein bisschen aufrüsten möchte, ein paar gute Waffen haben möchte, dann muss man halt leider in den sauren Apfel beißen und mal etwas halt machen, was ein bisschen länger dauert. Aber ich habe ja gesehen, ihr habt ja gute Ausdauer. Und jetzt schnell einmal, zack, einmal schnell die Nano-Verstärkung, damit wir alle ein bisschen schneller da rum flattern auf dem Spielfeld. Puff. Ich weiß nicht, was gibt's hier? Alias der Wolf, beschwört. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Geisterwind heilt. Tanz der Schwerter. Funkenklinge, nö. Ja, so müssen wir vorgehen. In der Gruppe kämpfen. Perfekt. Und... Oh, das muss zwiebeln, Leute. Und wie ihr seht, so haben die überhaupt keine Chance. Okay, die haben zwar Elko einmal aus Versehen angegriffen, aber mein Gott. Schaut euch das doch mal an. Ja. Und wie wir gerade sehen können, wir haben gerade unseren gelben Balken voll. Das heißt, wir können... Also, wollte gar nicht. Das heißt, wir könnten jetzt Schwert von Ashuran beschwören. Aber das machen wir nicht, weil wir brauchen den ja gerade nicht. Das gilt auch wirklich leider immer nur für die Figur. Also wenn wir einmal wirklich den beschwört, glaube ich... Weiß nicht, ist das nur für die Figur oder ist das auch für die ganze Gruppe dann? Müssen wir mal gucken, wenn wir den einsetzen müssen. Ja, wenn wir den einsetzen müssen. Dann schauen wir mal, ob das wirklich jetzt so vonnöten war. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Wir können aber schon mal wenigstens Elko auswählen. Und endlich geht es dann weiter. Ich bin schon gespannt auf die Waffe. Ich weiß wirklich nicht mehr, welche Waffe wir überhaupt bekommen von dem Typen. Von dem Geisterfährten-Typ. Der uns diese... Kugeln da abluchsen will. Bing. Gruppendynamik. Go. Noch eine Verstärkung. Okay, Timeout. Oh, da kommen gleich Leute bei uns ringsherum. Das heißt, ein geiles Intermezzo hier. Knochenspalter, Tanz der Schwerter. Tanz der Schwerter. Nach hinten und einmal nach vorne. Kling, 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 bong. Ach, scheiße, hat gar nicht ausgereicht. Oh, da ist jemand schon vergiftet. Nicht gut. Wir machen mit normalen Angriffen mehr Schaden als wie mit so einer FP-Attacke. Das ist... Scheiße. Und, wie sieht's aus? Lebensmäßig. Okay, wir sind zwar auch... angegiftet. Aber wir haben sie schon fertig. Und ein neues Level hat Eilish erreicht. Perfekt. Perfekt. Gucken wir mal. Verstärkung. Da haben wir nichts. Eilish, was wollen wir machen? Energie für sie, Energie für sie, Energie für sie, Energie für sie, Energie für sie. Ja, machen wir. Jetzt hat sie 40. Buki. Buki, die Buki. Kraft plus 10. Können wir schauen. Bei Gegnern anrichten. Fertigkeiten. Ja, Fertigkeiten würde ich auch machen. Hat es ein bisschen mehr Fertigkeit. Okay, cool. Und das war's auch schon. Speichern. Und jetzt gehen wir durch und werden nicht getroffen. Und wir gehen durch und werden nicht getroffen, habe ich gesagt. Wir gehen durch und werden nicht getroffen mehr. Nicht mehr. Komische Brücken. Dass die nicht... Dass die nur an den Brücken rumlungern, die komischen Skelette da. Aber endlich kriegen wir die Waffe für Tal. Ta ta ta. Möchtet ihr den Fern meine Kugel nur geben? You have worked hard. I will not see you unrewarded. Sehr schön.
Beutejäger erhalten. Ach, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Das ist so eine Art Vampirschwert. Sorry. Ich glaube, es ist so ein Vampirschwert. Ja, Kugeln des Geistes. Eine Himmelskugel, die den Geist eines Gefallenen... Für 50 Gu? Ach, wir bekommen dafür 50 Gu. Nee, kaufen? Achso, wir können jetzt von dem kaufen. Ach so, okay. Achso, wir können die Kugeln verkaufen jetzt. Geil, 50 für eine Kugel, wir haben 13. Machen wir gleich alle. Es lohnt sich wirklich. Das ist hier das einzigste Lukrative, wo man sagen kann, okay, man bringt jetzt so ein paar um und bekommt dann einfach mal dafür mega viel. Jetzt möchte ich gerne noch was kaufen. Kaufen. Was hat er denn? Ein Heiltrank, wie viel haben wir davon? 2. Seelennektar. Lässt Charaktere auferstehen und heilt alle HP, alle Spieler. Davon haben wir gar nichts. Ich denke mal, einen davon zu kaufen? Nee. Nee. Wir sind gut, wir brauchen sowas nicht. Und wenn, finden wir alles. Schließen. Und jetzt geht's endlich weiter mit der Story. Und da unten ist schon was Grünes, das heißt, da wartet jemand schon auf uns. Oh. Wie wir sehen, sind da irgendwelche Portale offen. Und Hexam steht da. Thank you, Hexam. We can return home now and we owe it to you. Listen, I dreamt that you might come, but now I understand why you came. The age of unity has begun. Listen. You now carry the stone of the worlds and seek the crystal skin of the divine. You hold the key to the next age. Open the Shadow Nexus and return to Askelia. Tetsu and his four champions, Kariston, Olivites, Libius, and Mo, walk with you. Each of you has been chosen, and it is up to you whether you will accept the will of Tetsu, despite the sacrifices it may entail. Whatever you decide, know this. Haigu already has his agents working to bring him back to the realm of men and prevent the Age of Unity. There are many portals that lead to your world. The Stone of the Worlds will be able to open them for you now. This one should see you safely to Askelia, and fear not, Buki. Mo will not allow his people to suffer long. That is why you four were thrown together. I understand, Hexam. May the gods bless you and all the children of Mo. I'm glad somebody understands him. Wir können nun endlich durch Portale rein. Perfekt. Und wir sind jetzt gerade in New Brightwater angekommen am Leuchtturm. Oh, ich mag die Gegend immer total. Well, I never thought I'd be so glad to see this place again. Hey. This is where we first met. That's kind of weird, isn't it? Looks like we have another long walk home, Princess. Nonsense! If you think I'm walking home after the day I've had, then you've another thing coming. I agree. It's a soldier's job to march. Scientists are supposed to save energy. Okay. Let's see if we can find a boat to hire. We can sail home. Okay, also wir sollen jetzt irgendwie uns ein Boot mieten. Und da gucken wir uns auch gleich mal wieder hier um, ob das hier nicht irgendwie was Schönes gibt. Hier ist Magie im Spiel. Schupp, und entzaubern. In the bag.
Kugel der Energie mitgenommen. Maximal HP plus 100. Heben wir mal auf. Ich mag die Musik irgendwie. Hier scheint alles auch so schön friedlich zu sein. Schön in Ruhe. Oh. Jetzt da schön hinsetzen, den Sonnenuntergang gucken, die Angelrute ausschmeißen, einfach just for fun fischen. Ach, das wär's jetzt. Aber erstmal gehen wir hier hin. Wir könnten auch was verkaufen, aber wir gehen erstmal hier hin reden. Alright, kid. Gob is the name. Professional blacksmith to the rich and famous. Tag. Ich möchte, was für Arbeit macht ihr? Ich habe die Traditionen von magischen Engraven alive. Ich kann improve tenfold any weapon you have. I can't be beat on quality. Alles klar. Ich möchte eine Waffe verstärken lassen. Schauen wir jetzt mal uns um, was wir haben. Gut. Schattenrüstung. Rekrutenschwert. Mojo. Mit dem Mojo kämpfen wir gerade. Ja, und das ist hier gerade das Ding der Dinger. Wir haben hier nur noch eine Rune übrig und hier haben wir noch zwei Runen übrig. Die ist leider nur mit Stärke 15 und die mit Stärke 30. Anscheinend, das ist aber scharfe Schneide. Warte mal, was ist denn überhaupt scharfe Schneide? Basisschaden erhöht. Und um wie viel erhöht sich das? 8 plus 5. Okay. Gibt es da noch was Besseres? Herztreffer, kritische Chance um 5% erhöht. Nee. Schade eigentlich. Ich möchte eine Waffe verstärken lassen. Ach ja, genau. Hier können wir auch noch für Boogie und Tal. Aber wir gucken erstmal Schattenrüstung. Gegengift. Diese Rüstung ist gegen magische Vergiftungszustände wie Spinnenbisse oder Skorpionstiche gefeit. Also wir sind dadurch halt immun. Der Spieler ist gegen die magischen Zustände Schwäche und Fluch gefeit. Zauberfrei. Der Spieler ist gegen die, magischen Zustände Verlangsamung gefeit und schädigt Angreifer im Nahkampf jedes Mal, wenn dieser mit dieser Rune geschützten Rüstung treffen. Hm. Ja, also wir haben leider nur 2100 Gu und das ist einfach echt verdammt wenig. Deswegen müssen wir gucken. Ja, Schildprototyp. Ja, er hat auch noch sehr wenig. Rutenschwert Mojo. Ich bin mir da immer nicht so sicher, wirklich, was ich nehmen soll. Denn, nehmen wir einfach mal weiter das Mojo. Ich weiß nicht, gibt es nicht. Ach, bei Camos Laden, genau. Schauen wir mal bei Camos Laden rein. Was es da noch so gibt. Vielleicht können wir noch irgendwelche Sachen verhökern und bekommen dadurch noch was Schickes. Irgendwelche Felle oder so. Ja, hallo Camo. Wir möchten einkaufen. Und verkaufen. Okay, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Pelze, 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 die klar. Aqualathic. Achso, da unten steht es ja, wie viele wir davon haben. 4, 3, 1, 2, 3, 8. 8 haben wir davon. Marmorsplitter, 8, 18, 64, 640. 105. 5 haben wir davon. Na, ist ja egal, ob wir jetzt. 9 verkaufen wir einfach mal hier. Oh, das bringt gut Geld. Aber auch nur 1, 2, 1, 2, 5. 5 haben wir davon. Verkaufen wir jetzt einfach mal alles. Zack, 5. Kladenhaut. Dilodactyl. Dilodactyl. Entschuldigung. Kargylhaut. Barelpa. Ja, auch verkaufen. Verhökern. 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 Brightwater Perle, die schillernden Perlen von Brightwater Küste zahlen meistens nämlich an solche Perlen zu kommen. Ja, verkaufen wir. Verkaufen wir Illumina Opal. Ui, ja, oh, der gibt gut Geld. Und hier haben wir noch ja, die ganzen anderen Sachen. Zack, 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 zack. Ah ja, stimmt ja. Wir haben jetzt hier die FP und die HP sogar noch. Ich möchte einkaufen. Okay, schauen wir mal, was er so Schönes hier hat. Er hat hier die ganzen Tränke und so weiter. Und genau, hier sind die. Ihr seht, was ich meine. Hier ist das Sägeschwert mit 6500. Go. Einfach mal 6500. Uns fehlt nur noch 1230 und dann haben wir so viel.
Und hier einfach mal 7500. Und das Billigste für sie ist leider wirklich 250. Also 2500. Und verstehe ich wirklich nicht, wieso das so günstig ist bei ihr hier. Ich denke mal, eine Waffe normaler Stärke, die ihrem Opfer bei Kontakt ein Gift injiziert. Die hat doch jetzt eigentlich bessere bekommen, da die Waffen, die wir da bekommen haben. Schade, dass wir die nicht irgendwie verkaufen könnten. Aber, soll man nicht meckern, das ist einfach wirklich die beste Waffe, die wir fast bekommen können. Das Sägeschwert, ein mächtiges Schwert mit mehreren Runenfeldern, das somit um einiges verstärkt werden kann. Deswegen würde ich sagen, sind wir mal weiter auf... Gee, thanks. Last of the big spenders. Ja, dankeschön. Schließen. Dann würde ich mal sagen, sind wir auf jeden Fall mal dann auf so einer Umschau, dass wir halt wirklich dann diese 6500 Euro mal zusammenbekommen. Ja, und an der Stelle sage ich auch mal wieder danke fürs Zuschauen von Sudeki. Und in der nächsten Folge geht's weiter, da sollen wir irgendwie dann so ein schönes Boot uns da zusammensammeln oder suchen oder mieten, was auch immer. Und ja, bleibt dran, wird spannend, wird cool. Das Spiel ist geil. Mensch, das ist hier Nostalgie pur, was ihr hier gerade seht. Das habe ich früher gespielt, wo ich klein war. Also, wo ich ein bisschen älter war, ein bisschen... ja, ihr wisst schon, fürs Alter entsprechend. So, und somit sage ich nun endlich danke fürs Zuschauen von Sudeki und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.